18-1. Specialist da aufmunitionieren und auf die Position von Chief Corporal Strike, Corporal Kane und Corporal Sangi gehen. 10-4. Waffenkammer. Achtung, Soldaten. So, Sangi, ne? Ah, warte mal. Wie kommen wir darüber? Schaff ich das? When you try your best, but you don't succeed. Neuter Versuch. Bis ich da bin, ist der Krieg vorbei. Ja. Und Krieg zu Ende. Ich sehe, da komme ich ja genau rechtzeitig. Ja. Schon irgendwie. Scheiße. Die Leute alle immer tanzen müssen, aber da steht doch ein Panzer sogar. Ich verstehe nicht, warum wir hier chillen. Ich sehe, sie dürfen wieder an den Freigang gehen. Schön, dass wir das geklärt haben. Ich gucke, ob ihr irgendwie reparieren könnt oder ob das einen komplett Schaden hat. Boah! Jawoll! Boing! Ja, das war jetzt irgendwie nicht so. Nutze Yellow from the Egg, würde ich mal behaupten, gell? Hallo Star, wir haben gerade über den Boxkampf von mir und Shadow geredet. Ach, habe ich verpasst, erzähl. Letztes Mal hat mir Corrado einen Kinnhaken gegeben, dann haben ich und Shadow, ich fand es langweilig, haben uns geboxt. Im Moment wirklich nicht sprechen. Warum nicht? Nein! Geht also, im Moment nicht ganz so gut. Habe ich vorhin gerade mit dem Medic besprochen. Psychische Probleme. Lust. Sie haben einen Second übernehmen, da es anscheinend keine Freiwilligen dafür gibt. Es gibt nichts, was ich lieber täte. Oh. Aber was beinhaltet das jetzt alles? Sie markieren sich. Sie leiten, wenn der Kumpel down ist. Und als Second und gehen in den Einsatzleistungsfunk. Die sind jetzt einfach der Coole. Cooler als wir sowieso schon sind. Vorhin aber auch schon Second, oder? Nee, Quatsch. Also im Training höchstens. Schauen Sie mal, wie Sie sich anstellen. Aber ist das nicht eigentlich eine Rangsache? Ist das nicht eigentlich, müsste nicht Sergeant und dann... Nö. Der First ist wird meistens entweder vom höchstrangigsten bestimmt. First kann sein Second bestimmen. Warum ja? Kann ein, jetzt beispielsweise, ne, wir haben jetzt einen Sergeant da hinten stehen und der sagt jetzt, Corporal, Sie machen den First und wenn wir jetzt angegriffen würden, dann führen Sie ja die Truppen. Und nicht der Sergeant, richtig? An sich schon, ja. Genau, wenn das so ist, dann haben wir einfach einen Mangel an Erfahrung in der Führung. Obwohl das nicht sein müsste, nur weil der Sergeant keinen Bock hat. Ich denke auch mal, die Sergeants werden dann wohl in der Lage sein, sich zum First zu ernennen. Während des Angriffs und ist ja jetzt ein neuer Verwaltungsakt doch irgendwie ein Aufwand, nicht? Das sind Sekunden, die vielleicht fehlen. Stimmt. Warum ist das System irgendwie so bescheuert? Also ich würde sagen, Vorgesetzte haben Pflichten. Es ist nicht so, ich bin König und deswegen darf ich jetzt machen, was ich will, sondern ich bin König und das ist ein richtiger Scheißjob. Also ich sehe, dass man jetzt über der ST hatten wir irgendwie Leitstelle oder so. Da sehe ich das vollkommen ein, weil das ist einfach nur Verwaltungstätigkeiten. Aber jetzt First, Kommandant der aktuellen Truppen? Nein. Dafür hat man doch Ringe. Ich habe akustisch nicht verstanden, weil der Specialist hier geredet hat mit mir. Entschuldigung, ich höre auf damit. Ich wollte sagen, mich nicht zu entschuldigen. Nein. Ich gehe in eine Baracke. Ciao, Leute. Bleiben wir hier, Specialist. Bleiben Sie hier. Ich weiß, Hampelmänner. Der Minus hier ist ein bisschen übermotiviert. Wollen Sie ihn begleiten? Vielleicht ja, mal ich mag gerne Sport. Ich mag gerne Sport. Ist doch wichtig. Einmal mit ihm in die Medbay und einmal gucken, ob da irgendwas nicht richtig ist. Nein, ich höre auf. Ich habe ein krasses Sixpack gerade in 10 Minuten trainiert, beziehungsweise 10 Zeiteinheiten. Ex, was gerade mit Ihnen in der Medbay passiert? Ich hab mir wurde der Arm eingerenkt, das tat weh. Nee, die haben da gerade einen Satz erwähnt mit einem Wort, das mit dem S anfängt, ne? Die haben Vergleich gebracht. Es gibt viele Wörter, die mit S anfangen. Doch. Sonne. Stern. C. Charakter. Und doch ohne mit S an. Nicht C. Was? Ach, mit S? Du hast doch gerade Stern schon richtig gesagt. Was ist denn mit dir? Kurze Schlaganfall gehabt? Komplett reingekackt. Du hast komplett reingeschissen. Das Wort hat 7 Buchstaben. 7 Buchstaben. 47 zusammengeschrieben. Strahler. Ja. Subjektiv falsch. Oder was? Ja. Ich habe keine Demenz, ne? Doch. Ich würde sagen, schon in der zweiten Stufe. Wir haben noch vor zwei Minuten gesprochen? Siehst du, das ist das Problem. Nein. Ach, das ist das Problem. Was? Lass mich bitte hier raus, bitte. Verprügeln wir jetzt meines? Lass mich bitte raus, bitte. Oh, First, habt ihr die Erlaubnis, meines zu schlagen? Habt ihr nicht. Schade. Second, habt ihr die Erlaubnis? Ich werde das jetzt nicht anfechten. Nein. Barrage nennt mich Mathematiker der Torrent Company. Minus 5 plus 5 mal 5. Interessant. 30. Du hast also nicht, du hast alle ihn gefragt. Du hast gerade mal einen Witz gemacht, wenn man einen blonden... 7 mal 7. Klammer auf, 3 plus 4, Klammer zu. 23. 7 Teile...
Sei doch mal leise, Junge. Eins. 7 plus 10. Halt doch mal. Ach so, bist du ein bisschen hyperaktiv. 56. Ja. Boah, ich bin erstaunt. Ist so dumm, ne? Hast du, hallo? Also, also im Gefangenenkreis. Oh. Jetzt ist kein Wald da, der dich beschützt. Das gibt eine Helmaufnahme. Das gibt eine Helmaufnahme. Also, ich sag mal so, ich wieder raus. Ich steh doch hier nur. Ah, feige Sau. Ja, für, also, Kadettengymnasium, wenn ich korrigieren darf. Aber. Wortfindungsstörung ist auch eine Krankheit, ne? Ich bin einfach nur hochintelligent. Meinst du, kriegst einen verpflichtenden Aufenthalt bei den Medics? Haben wir jetzt wieder beleidigt? Das war jetzt auch keine Bitte oder eine Frage. Du gehst zu den Medics und lässt dich durchchecken. Attacke. War eine bitte Ansage. Bitte nicht. Drei. Einmal Hallo sagen. Zwei. Ach so, okay. Eins. Befehlszeuge, okay. Sie haben doch eigentlich keine Befehlsmacht, knapp. Aber, oder? Hast du doch gesehen. Warum sind sie denn der Second? Ja, weil das System kaputt ist. Auftrag erledigt, ich hab dir eben Hallo gesagt. Nein, ich hab gesagt durchchecken lassen. Ach so. Und ich hätte am Ende gerne den Bericht. Siebenseitigen Bericht, bitte. Genau, sehe ich einen Punkt falsch, wird neu geschrieben, sind ja Hochschüler. Minus der Bericht. Ja, also, willst du fliegen? Der Medic nimmt mich nicht ernst, ihr nehmt mich eigentlich nicht ernst. Das wundert mich aber. Was? Aber bist du doch so ernsthaft. Haben sie noch dazu gesagt, dass das Papier auch abgelegt wird? Der Bericht. Die dachten, er will sie verarschen. Lauf zum Medbay und hol dir deinen scheiß Bericht. Wenn der Bericht jetzt gleich nicht zukommt und nicht mit Siegel, dann läufst du nie wieder. Haben wir es verstanden? Ja, aber wie soll ich denn... Rollstuhl geholt. Fragen sie den Medic, dass er den perfekt macht. Ja, aber die nehmen mich ja nicht ernst. So, jetzt kommen beide mit mir. Und zwar Papa. Okay. Jetzt müssen beide einen Bericht holen. Alles wegen dir. Wie ist das so schnell eskaliert? Was ist so schnell ging das. Oh Gott.